Der diesjährige S. Oliver Realstar stand unter dem Motto Unplugged. Mit den Highlights der vergangenen Jahrzehnte feierte S. Oliver Austria dieses Mal ganz im Vintage-Stil. Am 12. Mai 2012 wurden bereits zum vierten Mal die besten Verkaufsteams aus dem Franchise- und Wholesale-Bereich von S. Oliver und Komma prämiert. Fashion Styles à la James Dean und Marilyn Monroe, stilechte Show-Highlights und viele Promis haben den Abend gerockt. S. Oliver steht für Aufrichtigkeit und Authentizität, ehrliche Produkte zu fairem Preis, Qualität und Tradition. S. Oliver ist Mode für jeden Menschen an jedem Tag in jeder Situation. Mit dieser Mission zählt das Unternehmen, das Ende der 60er in Würzburg gegründet wurde, heute zu den führenden Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Europa. Wir sind richtig gut unterwegs. Wir verkaufen 12 Kollektionen im Jahr. Das heißt, wir sind jeden Monat am Verkaufen, jeden Monat auf den Flächen. Und wir sind Inhaber geführt und da ist jeden Tag Rock'n'Roll. Von morgens bis abends. Eine Mission ist aber nur so gut wie die Menschen, die die Botschaft an den Mann bzw. die Frau bringen. Über 7000 Mitarbeiter arbeiten voller Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist für S. Oliver, um die Kunden gut aussehen zu lassen. Um selbigen Mitarbeitern, die die Unternehmensphilosophie sprichwörtlich leben, einmal gebührend Danke zu sagen, wurde 2008 der S. Oliver Realstar unter dem Namen S. Oliver Award ins Leben gerufen. Bei einer spektakulär aufgezogenen Feier werden die besten Verkaufsteams des Landes prämiert. Der Realstar stellt somit ein Highlight im Kalender aller Vertriebsteams, Partner und Mitarbeiter dar. Stimmung stimmt immer hier. Ja, die Leute haben riesen Spaß. Sie brauchen sich nur umschauen, wie die Leute sich aufgetakelt haben. Tolle Kleider, tolle Klamotten, sich wirklich diesem Ambiente angepasst haben. Also ich freue mich auf ein tolles Event mit tollen Acts und mit tollen Gewinnern. Vor allem Gewinnern, die es verdient haben. Der Realstar 2011 fand heuer unter dem Vintage-Motto Unplugged in der Top-Veranstaltungslocation Brandbox in Bergheim bei Salzburg statt. Eine liebevoll erschaffene Vintage-Welt lud rund 1000 geladene Gäste zu einer spannenden Reise in die Vergangenheit ein. Selbst Stars wie Sänger Anthony Ross kamen kreativst gekleidet, um mit den Award-Gewinnern und Gästen S. Oliver und Komma bis in die tiefen Nachtstunden zu rocken und zu feiern. Ja, mein Style ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, besonderes, weil ein bisschen ausflippig ist. Ne? Ich bin nicht jemand, der immer nur einen Anzug anziehen kann. Es muss irgendwie anders sein. Und da habe ich heute ein bisschen so kombiniert. Ich habe so ein schönes Hemd genommen, so eine ganz schlichte Krawatte halt. Dann ganz super Farbe, wie man sieht hier, die Hose halt. Und dann, ich habe selber kreiert, das muss man auch zeigen. Guck mal, Schuhe mit meiner Hunde drauf. Und ich natürlich. Und wo bleibt bei aller Kreativität S. Oliver? Das Outfit an sich ist nicht von S. Oliver, aber die Unterhose schon. Sehr gut, danke. Anthony begeisterte wie auch The Voice of Germany-Kandidatin Sharon Levy mit rockigen Songs das Publikum. ÖSV-Skirennläufer Joachim Puchner war verletzungsbedingt nicht in der Lage, das Tanzbein zu schwingen. Dies übernahmen Kollegen wie Hermann Mayer oder Michaela Dorfmeister für ihn. Ich wollte mich hosentechnisch ein bisschen anders kleiden. Aufgrund meines tollen Schuhes ist mir keine Hosen verwehrt geblieben, weil die nicht drüber passt. Ja, ich hoffe, ich habe das Beste draus gemacht. Neben den spektakulären Live- und Show-Acts, die die Verleihung wieder einmal zu einem einmaligen und unvergesslichen Event machten, standen an dem Abend aber die Realstars von S. Oliver und Komma im Vordergrund. In 17 verschiedenen Kategorien wurden die Awards von prominenten Laudatoren aus TV, Radio, Sport und Society vergeben. Ja, es ist natürlich schon ein großer Preis und motiviert natürlich voll, weil man eigentlich damit nicht rechnet, weil du hast viel die, also Konkurrenten, will ich nicht sagen, Mitbewerber oder die das gleiche Ziel verfolgen wie wir. Und es ist natürlich schon ein großer Erfolg, wenn du das dann einfach kriegst oder wenn du dann da dabei sein darfst. Die Mission für 2011 ist damit erfüllt und die Mitarbeiter von S. Oliver und Komma können mit viel Motivation einer neuen Vision 2012 entgegensehen.